Die Vorstellung beginnt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Sie kommen wie gerufen. Ich bin nicht mehr der einfältige junge Draufgänger, der ich mal war. Ich brauche ein neues Badge. Ich bin Journalistin. Und ich in der Kommission? Martin! Alles voll mit Deutschen! Sehen Sie es ein, Michelle. Es ist, wie es ist. Jetzt müssen Sie den Platz für die Konservativen freimachen. Martin! Konrad! Der zukünftige Präsident möchte, dass du den Posten des Generalsekretärs übernimmst. Das wird bestimmt ziemlich lustig. Was für ein dummes Kaff voller langweiliger Männer und Frauen. Ich bin ein einfacher, ganz normaler europäischer Bürger. Oh! Ich weiß, dass ich kein netter Mensch bin. Valentin Cortel bewirbt sich um das Amt einer EU-Kommissarin. Das wäre auf nationaler Ebene mehr oder weniger ein Ministerposten. Ich habe mir gedacht, vielleicht brauchen Sie jemanden, der sich im Parlament auskennt. Du stehst bei einer Fraktion des Parlaments im Dienst und arbeitest schwarz für eine französische Ministerin. Sind das deine Prinzipien? Hier Loyalitätskonflikt. Ich hänge den Sheriff-Stern an den Nagel. Valentin, Sie haben mir kein Badge ausgestellt, deshalb... Wir sind hier nicht im Parlament, ja? Hier herrschen Sachverstand und Effizienz. Wir servieren keinen Alkohol. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten, ja? Valentin Cortel ist zu allem fähig. Sie geht über Leichen. Sie lügt, sie intrigiert, sie verrät ihre besten Freunde. Und was machen wir jetzt? Wir beten. Wir müssen kämpfen, das ist ein Krieg, verstehen Sie? Man muss bis zum Äußersten gehen. Ich habe eine Idee. Oh. Now we all work in committees together in Brussels, Strasbourg as well. We used to send bombs and men to collude and conquer. Now we are friends. Well, political partners. Ainsi chante le père de l'Europe et le maire aussi qui mira stop à la guerre. L'Europe, c'est la vie. L'Europe, c'est la liberté. L'Europe, c'est de. Marco Mohr. Kannte ich gar nicht, bevor ich nach Brüssel gekommen bin.